Fotos von mir. Ich mach Hip-Hop jetzt. Ich fange ab jetzt an mit Hip-Hop. Das wird doch nichts. Wie findest du es bis jetzt? Das wird doch nichts. Ja, das war doch aber super eben. Das hatte ich schon, das tat auch weh. Ja, ja, ja. Komm, das wird doch nichts. Das könnte mir wahnsinnig gut stehen. Meinst du? Ich könnte immer Sachen sagen wie... Zum Beispiel? Was sagen die denn nochmal immer? Jo. Zum Beispiel, ist immer ein guter Anfang. So ja, jo. Dann, ja, aber das muss man jetzt ja auch eindeutschen. Ich jo. Man sagt jetzt schon mehr so, ja, ja. Weißt jo, du, jo. Damit das nicht so, man muss sich ja unterscheiden von jo. Dem, was da drüben so abgeht. Und so. Jo. Genau. Ah, ich muss noch ein bisschen am Vokabular arbeiten, glaube ich. Das wird schon. Oh Mann, dann werde ich Hip-Hop, dann könntest du auch Hip-Hop werden, dann könnten wir zusammen eine Combo machen. Dann nennen wir uns... The Hip-Hop? Irgendwie sowas, uns fällt schon was ein. Ja, ja, das wird super gut. Das sind auch Redakteure und so, die denken sich dann was aus. Ja, ich mache gerne mit. Nee, die können alle nichts. Ich denke mir alles alleine aus. Alles alleine, ist alles auf meinen Mist gewachsen. Alles klar, okay. So, auch dass wir dich eingeladen haben, war einfach nur meine Idee. Echt? Mhm. Wow. Das ist voll geil. So, okay, und die haben damit wie findest du meine falsche Lache? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Schauspielerin werden könnte und mit Eichinger anfangen könnte. Pass auf. Zeig mal. Das war die Lache von Eichinger jetzt? Nein. Achso, ich kenne ihn nicht. Vielleicht lacht er so. Nein, ach so, das war mehr damit so schicke ich ein Band. Ich schicke dir ein Band mit der Lache, Castingband, und dann findet er mich super, weil ich gut schauspielen kann. Sicherlich schon mal, auf jeden Fall. Finde ich gut. Nein, finde ich gut. Könnte man... Wir können das dann auch mal ein bisschen ausarbeiten und ausbauen. Zum Beispiel. Zumal, das ist gut. Man sollte sich auch was trauen. Das ist ja das Wichtige, dass man sich auch mal was traut. Ja. Weißt du? Genau. Oh, schön. Ich glaube, ich habe es richtig drauf. Das wird. Komm, wir reden über dich. Von mir aus. Du hast es ja auch richtig drauf. Du hast die Schule abgebrochen, Moritz. So sieht das aus. Nach der 11. Klasse. Ja. Und dann bist du nach Frankreichland gegangen und nach Amerikaland. Richtig. Warum nochmal? Looking for freedom? Nee, gar nicht. Ich hatte nur keinen Bock, in Deutschland auf eine Schauspielschule zu gehen. Und dachte ich mir, ich bin mal schlau und versuche mal eine andere Sprache noch zu lernen. So gleichzeitig, ja. Weißt du, wenn man das dann vielleicht irgendwann auch benutzen kann. Und das kommt mir jetzt zugute. Und war dann da eben so 4 Jahre. Insgesamt. Und ist amerikanische Schauspielschule besser als deutsche Schauspielschule oder nur wegen der Sprache? Nee, anders einfach, würde ich sagen. Das war damals auch noch total weit weg. Ich weiß noch, als ich dann nach New York gegangen bin, da war das so echt New York. Ja. Und heute ist er mir so, ach, New York. Das ist, weil die Kontinente auch, die richtig. Schwimmen aufeinander Globalisierung zu. Globalisierung und so. Die kommen sich näher. Ja, ja. Das sind jetzt nur noch 2-3 Flugstunden nach wie nach dem Erdbeben mit der Türkei und Griechenland, weißt genau, du? Genau, das ist alles, das merkt man so. Ja nicht, aber genau. Über die Jahre entwickelt sich da ganz schön was. Richtig. Jetzt spielst du in Elementarteilchen diesen Sexbesessenen. Ja, mal wieder, ne? Mal wieder. Das steht dir halt auch wahnsinnig gut. Wir müssen, lass uns, mach du das mal, du kannst es besser als ich, glaube ich, ja. Zu sagen, worum es geht. Es ist eine Verfilmung von einem Buch von Michel Houellebecq. Genau. Und es ist eigentlich, es ist ein Kultbuch, das klingt natürlich richtig asi. Ja, aber das ist... Ein schockierendes Kultbuch. Ein schockierendes Kultbuch, ja, wie auch immer. Es ist ein Buch, was sich damals ziemlich gut verkauft hat, glaube ich. Und viele Leute haben es gelesen und waren so... Und wir haben daraus einen Film gemacht. So. Und die Geschichte? Die Geschichte. Ich kann auch, aber ich dachte, es ist netter, wenn du auch mal was sagst. Ja, es geht um zwei Brüder, die beide auf ihre Art und Weise irgendwie nicht mehr ganz so schaffen, am Leben so teilzunehmen, wie es denn so sein sollte und großes Problem mit Sexualität und mit sich selber haben und gleichzeitig ein Film, der sich so um alles dreht, was im Leben irgendwann mal wichtig wird, glaube ich. Grund, mal eben so schnell dahingesagt. Und du bist der Bruno, der kleines Sexproblem hat? Starke Sexbesessenheit. Ja. Und der Christian Ulmen ist der andere Bruder, der Michel. Genau, der auch ein kleiner Kontrollfreak, Molekularbiologe. Ein Physiker, der eigentlich an der Idee arbeitet, der eigentlich sagt, dass alles, was am Schlechten so in der Welt passiert, sich eigentlich auf Sexualität stützt. Jede Form von Aggression auch zurückzuführen ist auf nicht ausgelebte Sexualität, das was. Und dass man doch mal darüber nachdenken könnte, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass Menschen sich selbst fortpflanzen, ohne dass sie kopulieren müssen. Und Klonen. Daran arbeitet er ganz genau. Und das schafft er auch am Ende. So ist es zumindest im Roman. Und der neue Mensch geht über die Erde. Das ist in unserem Film so ein bisschen anders, aber das ist das Grundding dieser Figur. Genau. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, dass das im Film nämlich ein bisschen anders ist als im Buch, aber wir haben einen Ausschnitt vorbereitet, in dem man sowohl dich sieht, als auch den Christian Ulm und auch Gegenstände, andere, die hinter euch stehen, während ihr spielt. Jetzt. Also ich habe neulich Anne einen silbernen Strapshalter zum Geburtstag geschenkt. Ist mit dem Ding im Schlafzimmer verschwunden. Ich bin fertig. Bin nun hinterher. Ich hab sofort gemerkt, dass es ein Schuss in den Ofen war. Keine Chance, einen hochzukriegen. Da versucht mir einen zu blasen, aber sie bläst schlecht, man spürt ihre Zähne und außerdem hat sie Zellulitis. Soll ich ihr sagen, dass sie ihre Schwangerschaftsstreifen wegmachen lassen soll? Tut mir leid, ich finde es.
Sorry, dass ich so viel rede, aber ich habe einfach keine Lust mehr zu wichsen. Ich bin bald 40. Das sind Probleme. Das sind Probleme. Und wie spielt sich so eine Sexsucht? Vom Blatt. Direkt mal wie Butter, würde meine Mutter sagen. Flutsch. Ja, man darf da nicht so wahnsinnig viel drüber nachdenken. Das ist dann immer so, in dem Moment, wo man dann so sagt, wie komme ich da hin und so, dann liegt man meistens schon falsch. Man muss einfach irgendwie versuchen, einen Text zu behaupten, der da ist. Und meistens ist das dann, also man muss behaupten, das ist eh das Wichtigste beim Film. Umso stärker man behauptet, umso größer irgendwie die Möglichkeit, dass Leute an das glauben. Und wenn man stark genug behauptet, dann geht's auch. Das haben wir getan. Mehr Schein als Sein. Immer. Da sind ja auch ein paar Sexszenen dabei und ich habe gelesen, dass du da echt gar nicht so richtig mit klarkommst, kein Exhibitionist bist und die nicht so magst. Was macht man dann? Augen zu und durch oder sich dann einfach richtig komplett drauf einlassen? Nee, Augen zu und durch, alles abkleben. Ne? Ja. Also man macht dann, es gibt verschiedenste Techniken des Abklebens. Ich überlege immer, wenn man Po von hinten sieht, denke ich, alles klar, vorne ist das andere dann da? Nee, kann er nicht, weil wenn du musst ja schon, weil sonst... Ja, man sieht man das ja manchmal nicht. Ich dachte, das ist sehr, sehr klein bei euch. Das ist ja klar, deswegen machen wir was wir machen. Aber gut, es gibt ja nun auch die berühmten Ausnahmen, die Regel bestätigen. Wir kleben das ab, ja. Mit Gaffer, das tut doch weh. Aber es wird wirklich teilweise gemacht. Ich kenne auch Kolleginnen, die sich dann so die Nippel abkleben. Ach, mit aber so. Das ist doch albern. Da sieht man doch dann sowieso schon alles. Ja, aber es gibt da Kolleginnen, die sind sehr eigen. Ich finde, man muss das auch respektieren. Gibt es auch Männer, die sich die Brustwarzen abkleben? Habe ich noch nicht erlebt, würde ich aber auch. Ich meine, es ist so ziemlich alles möglich. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das gibt, ja. Aber dann so eher aus Lustgründen, weil das Abreißen Spaß macht. Ach, Mann, ich will gar nicht wissen, wie das Abreißen ist, wenn man sich unten im Schritt alles abklebt. Das ist dann scheiße, ja. Das Wobei, das nennt man dann, glaube ich, auch Waxing. Oder wie das heißt. Hardcore-Waxing. Ja, zwei Schritte in einem, ist doch super. Abgetippt worden, aber auch gleich Haar entfernt. Genau. Fantastisch. Ach, die schönsten Themen sind hier immer. Wir machen eine kleine Pause, Moritz. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Denn ich muss Geld verdienen mit dem, was jetzt kommt. Danach haben wir den Adam Green auf der Bühne, aber dich auch noch hier sitzen. Es wird also immer, immer schöner, auch für mich. Geil. Kleine Pause, jetzt nochmal schnell süße Lachen. Im Steven Spielberg gearbeitet auch. Du bist ja bei München auch zu sehen, wie die Merit Becker, die nächste Woche kommt. Genau, zusammen. Wir haben unsere Szenen zusammen da. Ist das anders, arbeiten mit Spielberg? Was heißt anders? Nö, ist geil vor allen Dingen erstmal. Also so viel anders ist es nicht. In dem Moment, wo da eine Kamera rumsteht und der sagt, bitte, ist das wie bei uns auch. Aber es ist halt alles so ein bisschen besser organisiert und alles ein bisschen größer und das Essen schmeckt vielleicht auch noch einen Tick leckerer so. Eigentlich. Aber ist es nicht so, dass man denkt, oh Mann, das ist jetzt der Steven Spielberg, ich lege noch einen drauf, ich muss noch besser, noch professioneller sein? Also am Anfang geht einem so ein bisschen schon irgendwie der Stift, aber das gibt sich dann. Also nach der ersten Szene ging es dann so. Aber am Anfang saß ich auch schon so ein bisschen so. Auf cool machen natürlich, weißt du, klar. Mach das ja nicht seit gestern. Aber nee, klar, ein bisschen nervös. Aber das gibt sich dann. Und ist man dann zwischendurch auch Fan und sagt, ey Steven, erzähl, ich habe mal eine Frage. Halt so geil, genau, und dann kannst du mal unterschreiben. Nee, das habe ich mir, ich habe die ganze Zeit... Du hast dich nicht getraut, aber du hattest Bock. For real. Ich hätte, am liebsten hätte ich es gemacht, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Mann, kann man noch machen. Den triffst du im Leben nicht nochmal vielleicht. Ja, so möglich, aber das kannst du nicht anbieten. Es sind so Dinger, die kann man nicht anbieten. Ich habe auch gedacht, so anbieten. Alles... Nee, Steven, ich biete dir ganz kurz mal Folgendes an. Du würdest all meine Sachen unterschreiben, fertig. Ich hätte hier noch mal gerade, wie kennst du das, die haben 15, 16, Kiste, 17, hier nochmal die ganze Kiste, nochmal, nimm ruhig dir die Zeit, hier hast du einen Stift. Schicken Sie mir zurück, das finde ich auch immer gut, wenn Leute kommen und sagen, hier kannst du mir ein Autogramm zuschicken. Ohne Rückporto dann aber. Ja. Bitte, ich hätte gerne 8 Autogrammkarten mit Unterschrift, ohne Rückporto. Ja. Ist der nett? Sehr. Und ist der witzig vor allem? Ja, doch. Also ist jetzt nicht so ein Humorbolzen, wo man so, aber es ist schon, also der hat auf jeden Fall, ist der charmant und lustig, würde ich sagen, ja. Aber jetzt nicht so, der arbeitet schon sehr konzentriert. Das hast du nicht verstanden. Kann auch du sprichst sehr, sehr gut Englisch. Wir haben ja eben schon mit dem Adam Green in the room gesessen. Adam Green and we tried and we spoke with him about this and that. And we were like the really good English speaking, the you and the me. Yes, and I said it's such a pity that we can't go out to dinner tonight. Yes, well, I go out to dinner with Adam Green. You are so lucky. And you should think about getting his autograph, because you might never see him again. Are you dying soon? No. Why, is Steven dying soon? Yes. Wer sagt das? He is older than the Adam boy. That's right. Ja, okay, that's right. That's right. Let's not talk about the death. Ja, eben. So. Oder? Was war jetzt der Plan? Achso, jetzt gucken wir uns Adam an. Adam mit dem neuen, mit seiner bezaubernden Band. Hi, Band.
und der bezaubernde Adam. Hi, Adam. Adam Green auf dieser Bühne bei Kuttner mit Nat King Cole. Bitteschön. Oh, I'm going, darling, in a tragic part of night. But I wish you would bring me place in morning spectacular light. Make it last just a few bros, new bros, lovers proclaim. Down at the subway station, just a few bros, mothers and babes. Oh, help the children. Down at the television station, mama, yeah, boy, get tired. But baby, you ain't trying to warn me that the maitre d' get fired. Just like those bold downtown second off kids always said, oh, just like the phony little lady, mama, tight and green, just like butter. Yeah. But everybody know not a Nat King Cole, not a Nat King Cole, not a Nat, not a Nat, not a Nat King Cole, baby. You're giving birth to a jealous lovely. This situation is out of your hands, mama. The funny little lady, a Johnny Leguizamo, they come to get me, mama. I'm going home now, yeah. Now I'm monkeying around, but a beep, bobbing, freewheeling God. But this wee Adam Green fans motel is how I get by. I got a hole in my barrel, Cheryl. She left me out in the cold. I got 101 fever, mama. She now be acting so old. She acting so old now, yeah. Thank you very much. Adam Green. Der Adam Green, Liebe und Kenner. Thank you for the picture. I have to take another picture of you guys. This is my band, The Prostitutes. So could you please smile for me? Fantastic. Thank you very, very much. Adam Green war das mit seiner bezaubernden Band, die auch noch Gnome sind. Adams Single. Nat King Cole, der Song, den wir eben gehört haben, den kann man kaufen ab Freitag. Und es gibt ein neues Album, Jacket Full of Danger heißt es, gibt es aber erst in 2 Wochen, das ist der 10.3. glaube ich, da kann man das Album kaufen. Den Moritz Bleibtreu kann man sich nicht kaufen oder vielleicht doch, wenn es ganz viel Geld wäre. Nee, angenommen, ich würde dir... Ich bin nicht käuflich. Vielleicht würde ich 30 Euro. Okay. Okay, ganz geil. Okay. Ich danke dir so, dass du hier warst. Ich bin ganz stolz, dass du hier warst. Ich eigentlich auch. Buhlen wir, glaube ich, schon total lange, aber immer aneinander vorbei. Ist das so? Also ich buhlte wie eine Bekloppte um dich, aber du hattest dann immer keine Zeit oder gerade keinen Film. Oder mit dem Stevie was am Laufen. Hier ein bisschen, jo, Alter, hier. Welchen Stevie denn jetzt? Ey, Spielberg. Ach so, der, ja gut. Nee, den sag ich nächstes Mal. Darfst du gar nicht Stevie, sagst du denn? Ja, doch, klar, und nächstes Mal sag ich ihm Steve, sag ich. Ich und Sarah, weißt du, wir müssen noch und so. Ja, Knigger, Knagger. Genau, dann geht's. Wie sagt man Knigger, Knagger auf Englisch? Knick, Knack, sie wissen, Knick, Knack, weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Da müsstest du mal. Ja, da muss man nur, macht man nur Body Language. Adam fragen oder so. Ja, aber der weiß ja wieder nicht, was Knigger, Knagger ist. Naja. Ist zu kompliziert. Too complicated. Oh, wirklich das. Most things are too complicated for me. No, it's actually not too complicated for you. It's too complicated for us, even. I know it's hard to understand you guys, what you mean. Okay, now listen. If you, is there a word
in English for Zufriedenheit. No, for this. For no, no, English. In English, you know, we say knicker knacker if we do this. To wink, we call it winky wink. Winky wink. Winky wink. Ah, okay. Du also zum Steven. I'll be like Steven, winky wink. Winky wink. Me and the Sarah for 30 euros. Me and Sarah, we have to host the show. Yes. Get busy. Yes. Yes. So we do it. Okay. Ey, sag nochmal, ich hab, der Film, ist jetzt schon ab heute in den Kinos? Ab heute in den Kinos. Elementarteilchen. Man sollte sich den auf jeden Fall angucken. Ich kenne Leute, aber das sagen die doofen Leute immer, wenn man das Buch gelesen hat, dann ist das mit dem Film, Aber es haben so viele junge Menschen von heute das Buch, glaube ich, nicht gelesen. Und dann kann man vielleicht auch einfach mal den Film... Sollte man machen, zumal es toll ist, dass die Leute dann immer noch extra darauf hinweisen können, müssen, dass sie lesen können. Das ist auch schön. Aber ein Buch ist ja nur mal ein Buch und ein Film. Und insofern sollte man vielleicht beides machen. Ey, da spielen auch super Leute noch mit. Also sowieso du, der Christian Ulm, Franka Potente, Nina Hoss, Martina Gedeck, Uwe Ochsenknecht, Herbert Knaub, Tom Schilling. Oh fuck, jetzt kommt der eine Statist noch. Aus. Der Süße, der immer so rumsteht. Es sind noch mehr, aber jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, naja, Michael Gwisdek. Entschuldige bitte, wir haben ja gerade eine Handvoll super Leute gehabt. Und du hast ja, ach, herzlichen Glückwunsch, du hast ja den Silbernen Bären gewonnen. Genau. Yay, Berlinale. Yay. Das ist doch cool. Das ist top. Für den Film. War so schwer, das, die Band, das ist ganz süß, die Band macht seit heute, ich weiß nicht, ob die einen dritten Arsch bekommen haben oder Bock auf Creativity haben, machen jetzt immer so Begleitmusik. Ba-ba-bom. Leichte Untermalung, meinst du? Ja, ja. Ist noch gewöhnungsbedürftig, klingt aber hübsch soweit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ab heute im Kino Elementarteilchen. Und dann, sobald du was Neues gemacht hast, kommst du wieder her. Komm ich wieder her, sag vorher Steven Bescheid, dass das klar geht. Wegen Winky Winky. Wegen Winky Winky und dann bin ich wieder da. Genau. Und für 30 Euros bist du zu haben. Von dir, also auf jeden Fall sofort. Oh, immer, ich hab Bar, glaube ich, sogar. Reden wir gleich drüber. So, jetzt würde ich euch bitten, bevor ich, nachdem ich gesagt habe, wer nächste Woche kommt, dass ihr nochmal so einen Rundum-Applaus, was Hysterisches vielleicht macht. Nächste Woche kommen am Dienstag Merit Becker, ne? Die Infadels, und jetzt nochmal ein Rundumschlag in Sachen Applaus für die Band, für den Moritz bleibt treu, für die Band von Adam Green, für Adam Green, für mich natürlich und für euch, und zwar jetzt! Wird dir präsentiert von der Dresdner